langsam ins Reden hinein. Und dann sagt er, ich lese in der Zeitung nur von Rüstung und Kriegsvorbereitung. Man will jetzt die Welt ausradieren und die Wiener Stadt atomisieren. Also bitteschön, ich will ja nichts sagen, aber eins liegt mir sehr schwer im Morgen. Wenn jetzt ein Krieg kommt, sagen's was Geschichten mit mein Hund. Mein Hund ist Whisker ordinärer Vagabund. Und wann die Kugeln plötzlich knallen und die Raketen obervoll, was macht der Hund? Ja, Kruzifix, wenn er auch bellt, es nützt ihm nix. Es könnte ja sein, ein General wird leicht verrückt, so dass er irgendwo aufs falsche Knopferl druckt. Dann geht am Ende die ganze Welt zugrund. Das wäre fürchterlich, denn was macht dann mein Hund? In China, wo jetzt die Chinesen regieren, dort wünschen sich Wiener Stadt fort. Das heißt nicht, dass dort nur die Bösen regieren, aber die Guten sind auch nicht sehr gut. Na und die Russen, die schreien zwar Genossen, aber ich will mich auf die nicht verlassen. Wenn Russland und China zusammen marschieren, kann Österreich kapitulieren. Also ich hab Kommunisten nicht sehr gern, aber ich würde mich trotzdem nicht ärgern. Nur eines frag ich mich, was Geschichten mit mein Hund. Mein Hund frisst täglich 30 Decker feinsten Schlund. Wenn jetzt ein Russe neben ihm sitzt und auf das Hundefutter spitzt und es ihm wegnimmt und es frisst, dann wird mein Hund kein Kommunist. Am besten wär's, die Russen bleiben in Russland stehen und die Chinesen bleiben in China. Dort ist schön. Denn so ein Krieg ist doch auf kein Volk gesund. Mir kann's ja wurscht sein, aber sonst was macht mein Hund?